Hallo und willkommen in der physikalischen Chemie. Mein Name ist Lena Ufer und ich erkläre euch heute eine Klausuraufgabe von 2014. Die Aufgabe selbst ist so beschrieben. Ein Calciumsulfatkristall mit einer Oberfläche von 10 Quadratzentimetern wird in destilliertes Wasser getaucht. Direkt an der Oberfläche des Kristalls ist die Lösung mit Calciumsulfat gesättigt. Die Flüssigkeit wird intensiv gerührt, daher fällt innerhalb einer Schicht von 50 Mikrometern, die Nernst'sche Grenzschicht, die Konzentration linear auf Null ab. Es stellt sich vereinfacht folgendes stationäre Konzentrationsprofil ein. Die Frage zu der eben beschriebenen Aufgabe lautet, wie ist der Konzentrationsgradient dC durch dx in der Nernst'schen Grenzschicht? In der Aufgabe selbst ist beschrieben, dass die Nernst'sche Grenzschicht innerhalb einer Schicht von 50 Mikrometern besteht. Diese habe ich in der Grafik bunt markiert. Auf dieser Folie habe ich das Steigungsdreieck eingezeichnet, denn der Konzentrationsgradient ist erstmal nichts anderes als die Steigung der Geraden. Bevor man jedoch damit beginnt, die Aufgabe zu rechnen, sollte man auf die Einheiten achten, denn diese sind nicht aufeinander abgestimmt. Und wenn man die Zahlen einfach nur einsetzen würde, würde man ein falsches Ergebnis bekommen. So ist wichtig, dass man weiß, dass 1 Liter das gleiche sind wie 1 Kubikdezimeter. Des Weiteren muss man die 50 Mikrometer dann auch in Dezimeter umrechnen, was dann 0,0005 Dezimeter sind, anders geschrieben auch 5 mal 10 hoch minus 4 Dezimeter. Setzt man nun die einzelnen Zahlen in die Gleichung ein, bekommt man diese Rechnung. Für ein besseres Verständnis habe ich nochmal die einzelnen Zahlen markiert und von wo sie aus der Grafik entnommen worden sind. 4,5 mal 10 hoch minus 5 Mol pro Kubikdezimeter. Minus 0 Mol pro Kubikdezimeter. Geteilt durch 0 Dezimeter. Minus 5 mal 10 hoch minus 4 Dezimeter sind gleich minus 9 mal 10 hoch 2 Mol pro Dezimeter hoch 4. Somit bekommen wir auf unsere Ursprungsfrage, wie ist der Konzentrationsgradient dC durch dx in der Nernst'schen Grenzschicht, die Antwort minus 9 mal 10 hoch 2 Mol pro Dezimeter hoch 4. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.